in letzter Zeit bei einem klassischen Konzert gewesen. Ja? Ist ja auch schön, ja, sich hübsch anzuziehen und dann so einen Abend genießen, die wunderbare Musik, so ein bisschen die anderen Leute anschauen, das ist doch herrlich. Aber würden Sie jetzt auch mit Ihrem Baby, also wenn Sie denn eins haben, in so ein klassisches Konzert gehen? Ja, auf gar keinen Fall, oder? Ich meine, was passiert, wenn der oder die Kleine schreit oder plötzlich in die Windeln macht? Also das stört ja die anderen, gibt bloß Ärger. Nein, muss es gar nicht. Das Babykonzert von 0 bis 2. Für Hendrik, Ida und ihre Mamas die Familien-Klassik-Konzertpremiere. Ich habe ein Opernabo und als ich mit ihr in der Oper war und hochschwanger, das fand sie toll. Stimmt schon so ein paar Lieder, so gerade so Mozart oder kleine Nachtmusik, oder, da kommt er schon runter. Na dann, mal schauen, was passiert, wenn das Scherzo-Quintett beginnt mit dem Kanon von Pachelbel. Eine Stunde Klassik für Babys. Die Idee dazu hatte Saskia Dürr vor 3 Jahren. Da war ihr eigener Sohn gerade 1 und die junge Mutter schwer auf der Suche nach entspanntem Kulturgenuss ohne schiefe Blicke. Also es soll ja wirklich so sein, dass jedes Kind sich hier auch wirklich leben darf. Und ich möchte auch gar nicht, dass die Weinen gleich rausgebracht werden. Wenn die nicht total alles zusammenschreien, ist das schon okay. Man kann kurz über den Bauchschmerz sich beklagen und drin bleiben. Und das ist eben das, was die Eltern auch dazu bringt, immer wieder zu kommen, dass für uns so entspannt ist. Dass wir alle sagen, wir haben alle Kinder, wir wissen, wie es ist. Bleibt einfach da, fühlt euch mit uns wohl. Also das ist eben das Besondere. Mozart, Tschaikowski, Verdi, Brahms. Das Repertoire der Musiker wechselt bei jedem Konzert. Genau wie die Spielorte. In München, Nürnberg und Berlin. Tickets für Eltern gibt es ab 17 Euro. Die Kinder sind frei. Ich denke, ein bisschen näher zu alle dieser Instrumente zu sein, das ist schon eine super Sache, nicht nur im Fernsehen oder in der Radio zu hören, sondern dass wirklich das mal live sehen können. Wir waren früher öfters auch in Opern, Konzerten, Theater und das geht halt dann nicht so leicht mit Kind. Oder man braucht halt eine Betreuung, gerade wenn sie noch so klein sind, wenn wir sie nicht den ganzen Abend allein lassen. Und so ist eine schöne Gelegenheit, mal ganz spontan entschieden, dass wir hierher gehen. Und wie hat's jetzt Hendrik und Ida gefallen? Sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie die Kleinen so beeindruckt hat, aber man hat ja dann immer gemerkt, wenn sie fertig waren mit einem Stück, dass es dann schon deutlich lauter wurde. Ansonsten lagen sie da und haben sich das angehört. Und die Mütter mussten sich mal keine Sorgen machen, dass hier irgendein Babygeschrei stört.